Hey ho, meine Lieben, heute machen wir Black Tiger Shrimps auf der Feuerplatte und dazu Bratwürstchen. Ja, wie passen Bratwürste und Shrimps zusammen? Na, ganz einfach, die für die Mädels und die für mich. So einfach ist es. Ja, und dass die Nachbarin von drüben jetzt einmal rüberschreit, braucht ihr gar keine Angst haben. Die hockt nämlich direkt hier auf der Terrasse. Hallo, genau. Und außerdem pläge ich nicht, gell? Ich frohlocke. Ja, jetzt wisst ihr es. So, das Girl für alle Fälle ist auch wieder dabei, die Patricia. Was machst du hier Schönes? Also, ich habe jetzt Zwiebeln geschält, dazu liegt noch ein Knoblauch und dann wird der Knall gemacht. Und für was das Ganze? Damit die Shrimps besser schmecken. Ja, damit die Shrimps besser schmecken, dann habe ich dir hier noch das Gamba Zamba, Scampi und Garnelen. Das kannst du von mir aus mit drunter mischen. Nee, also wir machen jetzt die Zwiebeln klein, Knoblauch klein und dann werden die erst angedünstet und dann kommen die Shrimps da rein. In und der du willst, und du willst nichts von dem Gamba Zamba haben? Doch. Also, dann macht es einmal hier und ja, danach zeigen wir es euch dann. Also eben nochmal schnell zum Mitschreiben. Die Black Tiger Shrimps sind vom My Steak Shop. Größe 16-20. Hat irgendwas zu tun, dass da 16 bis 20 Stück, glaube ich, immer in dem Beutel drin sind. 800 Gramm. Nettofüllmenge. Gesamtfüllmenge 1000 Gramm. Ach, was weiß ich. Ich kenne mich da auch nicht so aus mit den Dingern. Ja, und die werden jetzt hier eingelegt. Mach mal. Und ganz praktisch ist es immer, wenn man den Beutel so weit oben aufschneidet, dass man den hinterher nicht mehr verschließen kann. Da muss man dann genügend raus tun, dass man dann wieder Platz hat, um den zuzumachen. Sind die Küken fertig? Ja. Mit Schale. Beiß rein, komm, wir wollen es sehen. Fischi. Jo, und den Rest tun wir halt wieder in die Gefriere. Also Freunde, im Hintergrund wieder die Grusel-Horror-Geschichten. Aber wir können jetzt die Feuerplatte endlich wieder ordentlich einsprühen, weil ich habe neues Flammospray bekommen. Und das machen wir jetzt und dann rückt der Zeitpunkt näher, wo wir dann die Shrimps und die Bratwürstchen draufhauen. Da sieht man schon hier in dem Bereich, wo die Flamme gerade anliegt, brauchen wir eigentlich schon gar nichts draufsprühen, weil da ist die Platte schon wieder zu heiß. Also lassen wir es noch ein bisschen runterbrennen, dass wir da dann auch ein Öl drauf bekommen. Hui! Jawohl! Ja, Patricia, was ist das? Fischi? Du bist so doof! Wiederhol das nochmal, Schatz! 30-Sekunden-Regel ist doch eine Schale drumherum. Das tötet doch eh alles ab. Ja, aber wo sie recht haben, haben sie recht. Man kann auch noch ein bisschen Öl drunter tun. Probiert ihr jetzt einfach mal. Ich hol mir jetzt einen Teller und probiert das. Ihr müsst jetzt auflegen. Warte mal, lass mich die zuerst probieren, Patricia. Also, muss jetzt verschmacken. Leute, Dramatiös. Ich lege einfach mal ein Holz nach, weil mittlerweile haben wir schon gar kein Feuer mehr. Legen Sie Ihre Shrimps drumherum, ich mache meine Bratwürstchen im Anschluss. Mama wollte das doch erst probieren. Ich weiß ja nicht, warum du die dann jetzt drauflegst. Warum sprühst du? Schmeißt du schon wieder in der Gegend rum? Der lebt noch. Ja, also ich hätte jetzt gesagt, sieht gut aus, aber ich mach das nicht. Also du machst auf dieser Seite deine Shrimps und ich mache auf der anderen Seite meine Bratwürste. Okay. Und hinterher desinfiziere ich die Platte. Dann lege ich die mal drauf, oder? Bleib ja mit deinen Shrimps auf deiner Seite. Die anderen
Also Mama wollte die doch abwaschen. Falls jemand frotzelt, war meine Schuld. Das haben wir alle gesehen. Aber lecker sind sie, Patricia. Lecker sind sie? Das ist doch schon mal positiv. Oh, da brennt mir meine falsche Augenwimpern weg. Komm, Patricia, nimm die hier, damit kannst du vielleicht sinnvoller umdrehen, ohne dass sie runterschmeißt. Und ohne dass du zu weit auf meine Seite kommst. Bitteschön. Hier, durchfangen, Scheide. Ich mache jetzt die Soße, gell? Okay. Hauptsache, ich habe meine Bratwürste. Die ist der Corner weg. Und ihr Leute habt ein lustiges Fun-Video wieder. Was macht die Fliege auf meinen Bratwürsten? Hau jetzt ab hier! Die hat auch Hunger. Boah, spuck meine Bratwurst wieder aus. Da habe ich keine Wimpern mehr drauf. Das gibt's ja. Für was gibt's das so weh? Ja, lang hin. Die Krankenschwester und Kai. Schulter. Wie, du bist Krankenschwester? Ich hab gedacht, du bist Altenpflegerin. Ja, eigentlich bin ich das. Aber ich arbeite in einem Krankenhaus. Und mach die Arbeit wie eine Krankenschwester, also Krankenschwester. Du wolltest dann alle Doktorspiele sehen hier, oder? Dann müssen sie in Psychiatrie kommen. Also wer Patricia kennenlernen will, braucht sich bloß in Günzburg in der Psychiatrie einweisen lassen. Yep. Du machst mir hier eine Sauerei auf der Fireplace. Naja. Bitteschön. Danke. Hä? Dünnsten? Oh, schon weg. Geh weg mit der Zange von meinem Würstchen. Die sind ganz schön sportlich hier. Ja, Leute, also wie ihr seht, funktioniert es auch mit diesen Garnelen auf der Feuerplatte. Man sollte halt die Feuerplatte nicht zu sehr aufheizen. Ja, und auch Mädels können das, wenn man die Feuerplatte vorheizt. Genau. Gut, die werden eh gleich fertig sein. Wir schauen dann noch, was es an Soße dazu gibt. Meine Bratwürstchen werden gleich fertig sein. Dann mache ich ein Würstchen zur Verkostung und mit ein paar anderen habe ich noch was anderes vor. Verpestung. Hau ab. Da steht sie, die Orgmolte. Bissle. Ein bissl. Bissle. Oh Mann, hey. Tja, dann lüfte ich mal noch schnell das Geheimnis, was ich noch mit den anderen Bratwürsten dann vorhab, und zwar hier unten. Ja, ich werde mir ganz einfach einen leckeren Bratwursttoast machen. Und da alle so nett und freundlich zu mir das letzte Mal waren und nicht wenigstens Senf geschimpft haben, nehme ich heute wirklich mal wieder an Bautzener. Gut, dann sind wir eigentlich schon fast bei meiner Wurstverkostung. So, und während Patricia hier die Garnelen runterholt, verkoste ich jetzt ganz pauschal so einen... Schrimps, Garnelen ist doch dasselbe. Dann schmeiße ich nicht wieder am Boden runter. Verkoste ich ganz einfach mal so ein einfaches Bratwürstchen aus dem Supermarkt. Und ich muss sagen, leider geil. Haben auch ihre Daseinsberechtigung. Das, was ich gesagt habe, wenn ich die Schrimps runterhole. Wenn ich die Schrimps runterhole. Wenn ich die Schrimps runterhole. Ach meine. Oh Gott.
Weiber haben Probleme. Unglaublich. Ah, mhm. 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 Hau jetzt ab da! Wenn du mich jetzt nochmal nervst, dann steche ich dich mit der Gabel. Meine Fresse. Ja Leute, dann mache ich jetzt gleich mit dem Toast weiter. Dazu nehme ich meine Förmchen. Die halten wir jetzt kurz auf. Ich hoffe, die halten hier so. Jawohl. Wie schon da beim letzten Mal. Butter mit rein. Die haben halt jetzt noch absolut gar keine Temperatur. So. Oh. Flammen des Inferno. Dann rösten wir das Ganze jetzt ein klein wenig vor. Kommt gleich mal mit ein bisschen Senf. Heiß, 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 heiß. Und jetzt müssen wir, glaube ich, schon ein bisschen schneller werden, sonst haben wir schwarze Brötchen. Käse noch. Und Hauruck. Ui, das sieht ja richtig gut aus. Kannst du uns noch sagen, aus was die Soße ist? Nachher, nach dem Essen. Nach dem Essen, zum Fazit. Okay, wunderbar. Ich mache dann hier noch schnell meinen Toast fertig. Ja. Na, da brauche ich keine Angst haben, dass der schwarz wird. Sieht mal richtig gut aus. Ja, Freunde, ich war jetzt doch noch gezwungen, etwas Holz nachzulegen, damit wir hier doch noch ein bisschen Temperatur hinbekommen. Ja, so langsam wird jetzt mein Toast. Die Resttemperatur war's fürs Sandwich-Eisen, dann doch wohl etwas zu wenig. Aber gleich sind wir soweit, ja, und die anderen Würstchen habe ich auch schon fast komplett aufgegessen. So ganz locker flockig nebenbei. So, in wenigen Augenblicken würde ich sagen, sind wir soweit. Kurz nochmal die Seite, die andere Seite, nebenbei Würstchen essen. Ganz einfach. Aber ich glaube, mein Schatz hat hier scharfe Würstchen erwischt. Man sieht hier auch das rote Teil hier drin. Mhm. Naja. Die Seite ist gut. Von der Oberseite nochmal. Und dann können wir essen. So Leute, dann machen wir ein Probiererchen von meinem Toast und vielleicht noch macht Patricia im Hintergrund auch noch ein Probiererle. Also, ich würde mal sagen, dieses Mal ist der Toast wirklich richtig gut gelungen. Vorsichtig an die Sache rangehen, dann funktioniert das auch und passt das auch. Und der Käse ist geschmolzen, richtig geil. Ich schneide mir aber jetzt trotzdem nur ein Eckchen ab. Weil das Ding ist bockeheiß. Würstchen, Käse, Toast. Wunderbar. Die guten. Mmh. Sogar der Käse zieht Fäden.
Ja, Patricia. Jetzt wollen wir hier ein Probierchen von dir sehen, noch mit den Schrimps. Also bei uns gibt es Kartoffel, Spargel und Schrimps mit lecker Soße. Probier alle. Da musst du schon in die Cam schauen beim Probieren. Mm-mm. Ja. Sehr lecker. Müssen wir wieder machen, Mama. Okay. Nachher. Wie flackst du hier dran? Wie eine gestrandete Garnele. Mädels halt. Andere hätte es zack total voll gefressen. Oder bist du schwanger? Nein. Nein. Garnelenschwanger. Garnelenschwanger. Lebensmittelschwanger. Schon. Also, bin ich fett? Mein Fazit zu den Würstchen. Bin ich fett? Die waren gut. Ja. Jetzt schlägt sie mich gleich. Au! Ich glaub, du spinnst. Patricia, wie waren die Garnelen? Also man mag schon die Qualität auf jeden Fall. Also wir haben die sonst woanders gekauft und da waren die's. Die letzten waren aus der Metro, kann man gerne sagen. Ist kein Problem. Ja, und die sind halt dann auch geschnurzelt, weil die waren gewässert. Und die behalten ja fast die Größe. Also war echt lecker. Die muss man auch nicht würzen, die sind würzig genug. Also, die haben nicht einmal das Gambazamba oder Rambazamba benutzt. Ja, da hat der Beef Buddy Pech gehabt. Die Garnelen anscheinend wirklich so lecker, dass man sein Gewürz gar nicht braucht. Oder Schatz, was sagst du dazu? Die waren sagenhaft. Sagenhaft. Na, gut, ich kann nicht mitsprechen, ich mag die Dinger nämlich nicht. Okay Leute, das war's mit diesem, ja, mittlerweile ist es als Fun-Video deklariert worden. Ich hoffe, euch hat das Video Spaß gemacht. Dran denken, um immer informiert zu sein, wenn neue Videos rauskommen, unten drunter diese kleine Glocke aktivieren. Dann bekommt ihr auch direkt Nachrichten, wenn ich ein neues Video hochlade. Ansonsten würde mich wieder mal Däumchen nach oben freuen. Neue Abos sowieso, neue Abonnenten. Ja, und ansonsten würde ich mal schlichtweg wieder sagen. Hasta la vista. Baby. Tschüss. Bis zum nächsten Mal.